Willkommen zur vierten Woche meiner Vorbereitung für meinen ersten Halbmarathon Ende Mai in Rostock. Mein Ziel ist es, den Lauf in 2 Stunden zu beenden und dafür trainiere ich. Und mit diesem und kommenden Videos möchte ich über den Fortschritt berichten, den ich so mache. Das als Einführung, falls jemand nicht weiß, worum es geht. Heute ist Dienstag und ich komme gerade aus dem Fitnessstudio, aka Gym. Und ich habe diesmal tatsächlich was für meine Beine gemacht, weil nach dem letzten langen Lauf Sonntag habe ich gemerkt, die Beine brauchen auch ein bisschen Training und die sollte man nicht vernachlässigen. Man lernt ja nie aus. Das Thema dieser Woche lautet übrigens Steigerung der Trainingsbelastung. Bin gespannt, was da passiert. Also, ja, eigentlich weiß ich schon, ich kenne den Trainingsplan ja. Der wird auf jeden Fall sehr gut. Und generell muss ich sagen, mir gefällt der Plan auch sehr gut. Das dazu, weiter mit Mittwoch. Ja, danke für die tolle Überleitung. Ich gehe mal meinen Fensterplatz. Also, heute ist am Mittwoch und wer die Videos kennt, der weiß, dass heute Intervalltag ist, beziehungsweise war, denn ich war schon laufen, diesmal im Studio, aus 2 Gründen. Erstens, mein langes Sportzeug ist in der Wäsche. Zweitens, ich wollte was Neues probieren. Und zwar hat das Laufband eine Intervallfunktion, die sich Sprint 8 nennt. Habe ich von gehört, wollte ich mal testen. Es geht im Prinzip darum, dass man 8 Intervalle hat. 30 Sekunden Sprint, 90 Sekunden Erholung. Das Ganze 8-mal, Aufwärmen dazu, Cooldown auch. Es klang spannend, weil man auch 20 Stufen hat. Level 1, Level 20. 1 langsam, 20 schnell. 1 1 km/h, 20. Genau, 20 km/h. Ich bin erstmal die 15 gelaufen, das heißt 15 km/h. Die Intervalle werden allerdings immer ein bisschen schneller, nicht doll, aber etwas. Die Pausen, die sind arschlangsam. Ich glaube so 3 km/h oder irgendwas. Fand ich jetzt irgendwie nicht so geil. Dafür interessant, die Sprints sind dann noch irgendwie, das Laufband geht hoch. Man hat da so eine Steigung wie ein Berg quasi. War okay, generell, aber nicht so anstrengend, wie ich dachte. Ja, deswegen werde ich das nicht weiter in mein Training mit aufnehmen und dann lieber wieder draußen laufen. Ich habe mal versucht, das Ganze mit der Uhr ein bisschen mitzustoppen. Das Ding ist ja, eine Laufuhr misst mit GPS in der Halle oder auf dem Laufband im Prinzip durch die Armbewegung oder Schritte quasi beim Intervall. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Ich blende mal die Zeiten ein. Die sind natürlich völlig für den Arsch, weil gerade die Sprints, also keine Ahnung, das hat er nicht so registriert. Deswegen sind meine Zeiten leider diesmal total für die Tonne. Naja, ist halt so. Das ganze Training dauert auch nur 20 Minuten. Deswegen habe ich dann im Nachhinein nochmal so eine Viertelstunde irgendwie einen normalen Ausdauerlauf gemacht mit 11 km/h, also 5,30er Pace, damit ich wenigstens ein bisschen was geleistet habe. Naja, mal ein Versuch. Beim nächsten Mal bin ich wieder draußen. Ich freue mich drauf. Aber jetzt kommt erstmal Donnerstag, Fitnessstudio. Bin gespannt, was ich mache. Ich weiß es natürlich noch nicht. Ich schon, denn ich komme nämlich gerade von da. Ich bin aus der Zukunft. Was habe ich heute gemacht? Nicht so viel, also doch eigentlich schon. Was für ein Oberkörper, nämlich Russian Twists. Planks, Liegestütze, Heel Touches auch noch. Was noch? Bankdrücken, aber das 45 Kilo ist dann mein Endgegner. Klimmzüge und irgendwas noch. Auf jeden Fall hat es gereicht, knappe Stunde. Das war's. Und weiter mit Freitag. Na, das war doch interessant. Heute ist schon Freitag, das heißt, Intervalllauf steht auf dem Plan. Es regnet noch so ein bisschen. Mal sehen. Da ist hell, da ist dunkel. Ich laufe da, wo es hell ist. Sollte eigentlich um 3 aufhören zu regnen, dann um 4, dann um 5. Naja, nun haben wir es 5:30. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten. Und ich fange an. Plan, wie gesagt, Intervall 2x4 Kilometer. Heißt, aufwärmen wie gehabt 10 Minuten, dann 4 Kilometer laufen, dann 3 Minuten entspannt laufen, joggen oder gehen. Dann wieder 4 Kilometer und so weiter. Und dann glaube ich noch so einen Abkühllauf. Ich schätze mal so, 10, 11, 12 Kilometer werden das insgesamt. Meine Strecke Richtung Pöhl, wer das hier kennt, wer nicht, auch egal. Dazu hört sich gleich noch irgendwas. Bis gleich. Laut Trainingsplan sollten diese Tempoabschnitte mit einer Geschwindigkeit von 11 km/h absolviert werden. Das heißt einen Pace von 5 Minuten 30 pro Kilometer. Ich bin allerdings etwas schneller gelaufen, als auf dem Plan stand und deswegen war das ein wenig anstrengend. So, das war ein wenig anstrengend, weil ich dann doch schneller gelaufen bin, als auf dem Plan stand. Höchstwahrscheinlich habe ich das gerade eben schon gesagt, als ich in der Zukunft war. Aber so ist das manchmal. Also die Strecke war sehr schön, irgendwie an Raps vorbei, am Wasser natürlich wieder. Es hat nachher auch aufgehört zu regnen. Und ich war halt in Großströmkendorf, das ist kurz vor Pöhl.
Sehr schön. Super war auch, die Strecke war sehr gut ausgemessen. Ich bin nämlich da wieder angekommen, wo ich losgelaufen bin. Also war gut geschätzt. Es waren halt hin knapp 6 Kilometer, zurück auch knapp 6 und insgesamt knapp 12, logischerweise. Hier mal die Zeiten ein wenig schneller als der Plan vorgegeben hatte. Aber dennoch nicht zu schnell, weil ich bin ja auch nicht zu schnell. Die ruhigen Strecken bin ich dann eigentlich nach Vorschrift gelaufen. Und Aufwärmen und Cooldown, wie man das so nennt, auch. Alles in allem sehr zufrieden. War, wie gesagt, ziemlich anstrengend. Auch, naja, 12 Kilometer, Stunde laufen, ich habe Hunger. Und das war's für heute. Ja. So, heute ist Samstag. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich war dafür viele, viele Stunden in der Garage und habe was im Auto gemacht. Dazu gibt es dann auch demnächst mal wieder ein Video. Außerdem habe ich Post bekommen. Aus Holland. Keine Drogen, was anderes Schönes hat mit Sport zu tun. Ich verrate nicht, was es ist. Das packe ich dann nächste Woche aus. Jetzt geht es erstmal weiter mit Sonntag. Das ist dann nämlich mein längster Lauf. Obwohl, das sage ich ja nicht immer. Und das stimmt ja auch, weil die Läufe immer länger werden. Heute nämlich 1 Stunde 50. Das heißt, also mit Glück irgendwie so 20 Kilometer. Und die Stunde 50 war ursprünglich mal meine Idee oder meine Wunschzeit für den Halbmarathon. Aber ich bin dann doch eher auf 2 Stunden wieder gegangen, weil das fand ich realistischer. Naja, die Strecke, die ich mir ausgesucht habe, die endet mit Glück kurz außerhalb von Wismar. Das ist dann nämlich eine Bäckerei, bei der ich frühstücken möchte. Und ja, Wetter ist super, es ist schon recht warm. Bin höchstwahrscheinlich wieder falsch angezogen, aber so ist das halt. Melde mich von unterwegs nach ungefähr einer Stunde. Da habe ich nämlich wieder so ein Früchte-Gel-Püree-Zeug. Diesmal eine andere Variante, also eine andere Geschmackssorte. Welche verrate ich nicht. Bis gleich. Übrigens auf dem Plan ist für diese Woche noch ein kleiner Hinweis. Durch die Aneinanderreihung der Trainingseinheiten und den damit verbundenen Anstrengungen könnte sich eine leichte Müdigkeit einstellen. Das kann ich definitiv unterstreichen oder unterschreiben, bestätigen. Gerade weil ich auch noch versuche, 2 bis 3 Mal ins Gym zu gehen. Schon sehr fordernd. Deswegen würde ich für die nächsten Wochen die Sache mit dem Fitnessstudio reduzieren auf vielleicht einmal die Woche maximal. Weil ich denke, das reicht nicht. Ich möchte mich halt mehr aufs Laufen konzentrieren. Auf jeden Fall war die Strecke wieder echt schön. War nur leider zu warm angezogen. Bin so am Strand lang gelaufen Richtung Ziro und dann kurz davor wieder zurück, denn ich hatte noch eine leckere Zwischenmahlzeit. Heute gibt es Apfelgranatekirsche. Granatapfel natürlich. Schmeckt schon mal sehr gut. Kann ich empfehlen, besser als der letzte. Idealerweise sollte man davon wahrscheinlich 2 trinken, wenn man 2 Stunden läuft. Aber ich bin kein Experte. Weiter geht's. Das Problem mit diesen Quetschtüten ist halt leider der Deckel. Der ist viel zu groß. Das heißt, deswegen ist es für meine Zwecke eher semi-geeignet, aber es ist auch eigentlich dafür nicht gedacht. Aber es schmeckt gut, finde ich. Wo wir gerade von Schmecken reden, mein Plan war ja nach dem Lauf zu frühstücken. Mal gucken, was daraus geworden ist. So, ich habe mich leicht verkalkuliert beim Laufen, das heißt beim Laufen, beim Plan. Bin jetzt nicht bei der Bäckerei rausgekommen, sondern bei diesem Fastfood-Restaurant. Aber da werde ich natürlich nicht hingehen. Ich werde nach Plan zur Bäckerei und ein gesundes Frühstück essen mit irgendwas. Wobei, ob das jetzt gesund ist, weiß ich nicht. Also irgendwas mit Ei, Brot und alles, um die Kalorien wieder aufzufüllen. Und bevor ich hier weiterrede, erstmal essen. Also habe ich gegessen und zwar gab es ein leckeres Brot mit Ei oben drauf, irgendwas drunter, lecker Kaffee und eine Flasche Wasser und eine schöne Aussicht. Fand ich zumindest. Für das Geld hätte ich zwar auch so einen Monat Netflix bekommen können, aber naja, man soll sich ja mal was gönnen, ne? Auf jeden Fall, hier sind mal die Laufzeiten. Ich hatte mich versucht, an den 6 RPs zu halten, durchgehend. Ja, ging auch soweit. Es ist ganz schön laut hier mit den ganzen Vögeln. Mensch, Wahnsinn. Schöne Natur. Ja, also wie gesagt, 6 RPs war mein Ziel. Eigentlich hätte ich noch langsamer laufen müssen, weil diese Strecken halt langsam gelaufen werden müssen. Aber es war trotzdem schön. Ich habe noch reichlich Energie. Ich gehe jetzt gerade nach Hause, noch ungefähr 2 Kilometer. Und dann geht es in die Dusche und dann war es auch für diese Woche. Vielen Dank für alle, die bisher so meine Erlebnisse hier mitverfolgen. Bis demnächst. Tschüss.